Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachlandradler ist unterwegs. Ihr seht, ein schöner Morgen. Es ist noch blauer Himmel. Ich habe hier gut genächtigt in den schönen Sheltern, die es hier am Strand gibt. Einfach nur wieder wunderbar. Leider bleibt das Wetter nicht wunderbar. Es kommt ein bisschen Regen. Der eine oder andere Schauer wird es heute geben. Aber irgendwie will ich das hier durchziehen, denn auf meiner großen Reise in 66 Tagen beginnt sie, muss ich vielleicht auch mal durch Regen und vielleicht auch etwas kühlere Temperaturen. Wäre eine gute Möglichkeit, mal wieder im Regen zu fahren. Es soll ja nicht extrem viel regnen, aber es kann. Vielleicht stelle ich mich auch nur unter und warte das ab. Werde ich sehen. Was habe ich vor? Ja, ich fahre hier gleich mit dem Auto wieder los nach Svensborg. Das ist irgendwo da hinten. Ja, und dann fahre ich über die Brücke. Vielleicht kennen das einige zwischen Svensborg und Langeland gibt es noch eine Insel. Ja, und die möchte ich ein bisschen erfahren. Sonst tut das ja eigentlich, glaube ich, keiner. Weil sonst, wenn man auf dem Ostseeküstenradweg, den dänischen ist, fährt man da einmal nur quer rüber und dann zack, ist man hier auf der Fähre auf Langeland und dann ist man auch schon wieder weg. Also man sieht gar nicht so viel. Das möchte ich mir heute anschauen. Es sind nur irgendwie 52 Kilometer. Nichts Schlimmes. Schnell gemacht wahrscheinlich, aber ich möchte es mir angucken. Vielleicht wollt ihr es auch angucken. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Dann herzlich willkommen auf der Insel Tersinge, so heißt das nämlich. Da bin ich gerade rüber gefahren über die Brücke. Kleine windige Angelegenheit, da drüben ist Svensborg. Ja, und hier ein kleiner Hafen von Vindeby. Es ist grau, die Sonne ist weg, aber das war für gesagt. Regen zieht schon nördlich an mir vorbei, immerhin was. Der erste Tropfen oder der erste Schauer trifft mich nicht. Ja, was jetzt hier so erwartet, ja, ich fahre immer so außen herum wie möglich. Ja, ziemlich viel Meer möchte ich wieder sehen. Ja, Wasser, 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 aber Ostseewasser am liebsten nur. Und dahin, wo es hingehört. Ja, und jetzt geht's weiter. Ja, es war hier schon ganz hügelig. Ob es so weitergeht, werden wir sehen. Mal sehen, was so kommt, ob da wieder alte Gebäude kommen. Ja, und was die Insel hier so zu bieten hat. Also, dann geht's jetzt los und dann wünsche ich viel Spaß dabei bei dieser nur doch recht kurzen Tour. Keine 5 Kilometer gefahren hier auf der Insel und hier
sieht man es. Alles nur diese Fachwerkhäuser. Alles voll. Oh, top gepflegt. Also, das muss man sagen. Die sind super gepflegt. Macht schon Spaß. Hier ist auch noch ein Stück Ostsee. Küstenradweg, der dänische, führt hier auch noch mal längs. Ja, aber ist auch eine tolle Bucht hier. Also, sieht so klasse aus. Das im Sommer oder zumindest im Sonnenschein, so wie gestern. Ja, schade. Aber ich mache es auch so. Macht Spaß. Mal sehen, was gleich kommt. Tolle Aussichten wird es bestimmt geben. Einfach wieder nur klasse. Diese Wege hier in Dänemark, wieder viel nur am Wasser durch den Wald. Und hier kommt man wieder an so einer schönen kleinen Bucht raus. Und ah, einfach nur Wahnsinn. Sieht richtig klasse aus. Ja, ich glaube, ich wiederhole mich. Aber diese Wege in Dänemark sind einfach nur gigantisch genial. Alle Superlative kann man hier rausholen. Hier kann man echt super Rad fahren. Das ist doch einfach nur. Ah, zum Genießen im Winter wie im Sommer. Auch wenn die Sonne nicht da ist, solange es trocken bleibt, ist es doch gut. Oh, es hat was. Auch wenn es frisch ist. Aber trotzdem, Hauptsache Radfahren, einfach genial. Naja, weiter geht's auf dieser kleinen Insel. Ja, ich schätze mal da drüben. Irgendwo da um die Bucht rum. Ja, 15 Kilometer habe ich auch schon wieder bald. Aber es war so viele Eindrücke schon wieder. Einfach nur, ach, genial. Is there a place with sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I want to stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't want to sleep every night. I want to light a spark in the dark. I don't want to say I'm okay, living the same every day. Come run beside me, let's take off. Leave this place for another place. Oh, maybe all we need. Bin am südlichsten Punkt der Insel angekommen.
tolles Plätzchen hier. Sind auch Shelter hier. Tolle Aussicht auf die Brücke rüber nach Langeland, das da drüben ist. Ja, und es ist ein wenig pustig. Ich finde, es ist ein bisschen mehr geworden. Es hat ein bisschen geregnet gerade, aber nicht der Rede wert, was Sie angesagt haben. Das war ja viel schlimmer. Ich mache jetzt hier eine kurze Pause und dann geht es schon wieder in die andere Richtung. Ja, ich habe 20 Kilometer geschafft. Ist noch nicht ganz die Hälfte, aber fast. Boah, aber hier drin ist es windgeschützt. Ja, dann geht's gleich weiter. Kilometer vor dem Ziel fängt jetzt der Regen an. Es ist nicht doll, aber ich habe mich gerade umgezogen auf Regenklamotten. Jetzt soll so ein bisschen beibleiben zu tröpfeln, nicht gießen, tröpfeln. Ja, aber die Strecke, ja, war nicht mehr so interessant. Es waren immer so eine Bauernhöfe, wie die hier nun mal sind. Schön mit Fachwerk viel, aber sonst war nichts Interessantes. Vielleicht noch die eine Kirche, aber konnte man gut fahren. War interessant, Blick aufs Meer war immer. Ja, und jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Da werde ich jetzt das Mikrofon wegpacken und da einen Schwamm um die GoPro machen und dann geht es gleich weiter. Ja, im Regen. Leider. Ich dachte, vielleicht bin ich noch schneller, aber hat mich ein bisschen aufgehalten, das Film. Aber egal, geht gleich weiter. Grad, ordentlich Wind und Regen, aber es funktioniert. Bin gut eingepackt, also kann ich auch hier im Wind stehen. Funktioniert super, die Klamotte. Aber trotzdem nichts wie weiter. Zehn Kilometer vor dem Ziel stehe ich jetzt hier auf der Nordseite der Insel wieder. Ich kann auch die Brücke schon wieder erkennen, auf der GoPro wahrscheinlich nicht. Da knappe 10 Kilometer noch, aber ich muss da noch auf so einen kleinen Hügel hoch, wovon man, glaube ich, einen schönen Ausblick hat. Hoffe ich zumindest. Das liegt noch auf meiner Strecke. Ja, der Regen war jetzt nicht extrem doll, aber es ist schön zu wissen, dass die Regenklamotten den Regen auch abhalten.
Also kalt ist mir nicht. Ja, richtig gegossen hat zwar nicht, aber nass geworden wäre es. Trotzdem hätte ich keine angehabt. Und so war das schon mal eine, ja, kleiner Test. Ja, gestern bin ich auf der anderen Seite gefahren, heute bin ich hier. Ja, und jetzt geht's nochmal hoch auf so einen, ja, vielleicht Aussichtspunkt. Hoffe ich ja zumindest, dass man da weit gucken kann. Auch bei diesem Wetter. Also geht's weiter. Willkommen auf 76 Meter über Normal Null. Ja, ich habe hier hochgekämpft. Nein, es waren 8% mal teilweise, ja, aber kein Gegenwind mehr, Seitenwind, also ging es. Ja, Leute, hier hat man einen riesen Ausblick in allen Richtungen, wenn man hier so ein bisschen rumläuft. Ja, hier ist es richtig stark, da drüben, das ist ja alles noch, ja, Ostsee. Ach, das sieht alles klasse aus, auch in einer Richtung. Da unten ist Svensborg, da fahre ich gleich runter. Boah, eine tolle Tour war es auch heute, auch wenn das Wetter nicht ganz so mitgespielt hat. War ja auch so angesagt, aber trotzdem. Tolle Streckenabschnitte wieder heute. Ach, das lebe ich so an Dänemark. Auch wieder nichts zu meckern über die Wege. Absolut top. Und deswegen wird auch bestimmt die Chance hoch sein, dass meine nächste Tour irgendwie in Dänemark sein wird. Was, weiß ich nicht. Ab März fange ich dann auch an, mit dem Rennrad mehr rumzufahren. Ja, wenn das Wetter zulässt und die etwas längeren Strecken zu fahren, um noch mehr Kilometer in die Beine zu kriegen, weil noch langt das nicht ganz. Aber es war ein gutes Training dieses Wochenende. 66 Tage sind es nur noch bis zum 1. Mai, bis zum Sabbatical. Also ich brauche noch was. Also dieses Wochenende hat mir richtig gut getan. Gestern sogar Badewetter, heute ja okay Regenwetter. Dann konnte ich meine Regenklamotten mal wieder austesten. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, und dann sage ich mal tschüss. Die letzte Kilometer mache ich jetzt alleine noch mal einmal über die Brücke. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Euer Flachlandradler Thorsten. Moin, moin.